Wie viel? Weiß ich nicht, warte, ich guck mal. Zwei. Scheiße, ich hab Spinnen perfekt, ganz nah. Kann mal 4 TNT machen. Ich werfe mich jetzt schon gleich an in ihre Base rein, Bruder, okay? Was, unterirdisch? In die Base rein? Ja. Ja, das sollte erlaubt sein, das haben wir schon mal gemacht. Iron ein bisschen kohlen lassen, also... brenn das mal. Boah. Oh, ich finde nie das, was ich brauche. Ah doch, Sand, jawohl. Oder? Ja, warte, wie viel TNT? Was haben wir? Oh, eine Höhle. Oh, ein riesengroßer Spalt. Aus jedes TNT machen. Wie viel Eisen bräuchtest du noch, wenn wir 14 haben? Das kann man genau sagen. Kommt an, wie die Verzauberung drin. Ich ist egal, worden. Ich ist egal mehr. Es ist echt nur genug Zeit. Also das heißt, selbst wenn ich dir die Menge bringe, ist nicht genug Zeit. Vermutlich, ja. Oh, okay, dann brauche ich hier eigentlich nicht weiter zu buddeln. Habe ich die ganze Zeit gesagt. Ja, ich dachte, du gehst davon aus, dass ich nicht schnell genug was finde. Aber selbst wenn ich es schon hätte, ist es ja schon zu spät. Das habe ich nicht bedacht, dass die Aussage so gemeint war. Ich muss hier noch Berg. Aber ich fahre mir gerade ein bisschen Kohle, habe jetzt wieder Level 3, das heißt, ich könnte mir vielleicht wieder irgendwas verzaubern, keine Ahnung. Nimm. Jeder Wassereimer. Herr Will, kannst du die Base bisschen mit Steinen so umbauen? Okay. Mit Stein. Wie sieht's mit der Tageszeit aus? Was? Wie sieht's tageszeitmäßig aus? Ich glaube, es wird jetzt Regen. Regen, kann man nicht sagen. Ja, ich glaube, es wird ich hoffe, ich. Weil lang keine Nacht mehr. Ich versuche mal so schnell wie möglich nach Hause zu kommen. Scheiße, wo lang ging es nochmal? Hier lang? Ah, ich sehe ja, wo das Wasser runterfließt. Genau in die entgegengesetzte Richtung. Bam, bam, bam. Alter, du hast ja echt alles abgefackelt. Naja, gut. Ich kann zwar gut Bogen schießen, aber ich überlasse niemand. Ah, was habe ich getan? Hier wollte ich nicht hin. So, hier fühle ich mich doch am sichersten. Ich werde jetzt erstmal meinen ganzen Scheiß ablegen, beziehungsweise nochmal eine Doppelkiste machen, damit ich meinen ganzen Scheiß ablegen kann. Ich hab noch eine Doppelkiste stehen noch drin, ich hab noch eine gemacht. Achso, ist da noch Platz frei? Noch eine Doppelkiste. Ah, da. Die sogenannte Müllkiste. Ja, ja. Also wenn du es besser kannst, dann behalte du es auf jeden Fall, aber ich nehme so im Notfall auf. Ich kann von unten jetzt Bogen schießen, das geht nicht. Okay. Perfekto. Ich werde es mal kurz an die ausprobieren, ne, ob die gescheit Damage macht, der Bogen. Ich werde den nämlich jetzt hier hinschießen, wenn es okay ist. Hier. In dein Hinterteil. Ne, Quatsch. Ich hab Angst, dass ich den Pfeil nicht mal rausbekomme oder so. Dann habe ich nur 9 Schuss. Wo ist Tyrell? Was treibst du? Ich geh mir gerade mixen. Ach so. Gute Idee, mach ich glaube ich auch. Ah, da ist er ja. Ah, du machst gerade den Außenmantel. Ist ja gut. Ist ja gut. Ah, ja. Das hat echt Wunder geholfen. Ich habe heute Nacht irgendwie 3 Stunden geschlafen. Ich habe gedacht, ich überlebe den CMA-Abend nicht.
durch Übermüdigkeit, aber ich habe hier diesen schönen Pennymarkt Energy Drink getrunken. Ne, Lidl, keine Ahnung, was das ist. Dieses X, kennt ihr das? X, denke ja. Da ist das X drauf. Das ist grünen Ding da. Die kleinen Miniflaschen-Dinger. Ja, genau, es sind kleine Miniflaschen mit so einem grünen X. Ja. Carbon oder sowas. Ja, ein bisschen anders, ein bisschen mehr nach Gummibärchen, aber ist auf jeden Fall nicht so pervers teuer wie Red Bull. Boy. Red Bull ist ja nicht schlecht, wenn es halt nicht so immens teuer wäre. Ja. Red Bull habe ich schon. Ich wollte mich jetzt bei denen rein, ja? Hochblutdruck verdanken. Echt, hast du wegen dem Zeug Bluthochdruck oder was? Ich habe nämlich mal vor einem halben Jahr 24 Packs geholt, also 24 Dosen. Die habe ich jeden Tag 2 oder 3 getrunken. Oh je. Und dann hatte ich irgendwie Hochblutdruck. That's shit, man. Kann aber auch that's shit. Uni und so. Uni ist ja Stress. Stress pur, wisch. Ja, das macht einen kaputt. Okay. Ach ja, da ist unser Gefangener, der darf nicht sterben. Aber ich würde sagen, scheiße, aber einer muss aufpassen. Stell dir mal vor, die haben sich bei uns irgendwo reingebuddelt. Und wir sind dann zu dritt am Angreifen oder so. Obwohl, die können nicht schneller sein, wir haben Pferde. Wir müssen zuerst da sein. Denn hat einer von euch dieses, wo man zoomen kann? Nein. Optifine, ne. Ne. Ja, Optifine. Ja, weil dann können wir gucken, wer da hinten ist. Also, ob da alle drei sind oder einer ist weg. Ich bin ein Rebell. Ich kann jetzt theoretisch. Ich bin ein Rebell. Ich bin direkt unter ihnen. Darkling ist direkt über mir. Sehen die dich nicht, wenn du nicht geduckt bist? Ja, ich bin. Ich muss nur noch 11 Minuten da ausharren. Le Coblet. Ja, aber lässt du noch ein paar am Leben für mich? Ich will auch. Ja. Ja genau, komm zurückgerannt und denk dran, wir wollen auch ein bisschen. Also ihr so lange der Base an, ich brenne dann gleich hoch, komm zurück und dann greifen wir zusammen zu dritt an, ja? Genau, genau. Am besten, wenn jeder einen Kill macht, wäre das sehr akzeptabel. Von mir kann ich auch nicht mal in der Base bleiben, weil ich eigentlich immer Angreifer bin. Ich kann auch nicht mal ein bisschen verteidigen. Wir wollen auch mal ein Erfolgserlebnis. Ja, dann bleib ich mal in der Base, oder? Hast du Black Ops Freestyle? Ja, aber nur für eine Solo. Ah, okay. Was spielst du für Konsole? Xbox oder Playzy? Nintendo Wii. Hab ich auch gespielt, ja. Ich hab eigentlich von allem was gehabt. Also ich bin reiner Konsolenspieler. Killer ist auf Xbox. Ein Xbox-Spieler. Also ich finde die neue Playstation bedeutend besser als Xbox. Oh yeah, das musst du mal Killer erzählen. Ich sag dem jedes Mal, dass da viel mehr Grafikkarten drin sind, aber. Weil ich What? Darkling, nur Darkling ist in der Base die ganze Zeit. Hier ist keiner außer Darkling. Das heißt, ich werde ihn jetzt aufspüren. Ah, Killer ist ein Schlitzer, also greift doch an. Er macht genau das, was ich denke, dass ich nicht denke. Ich versuch sie zu sehen. Okay, ich schau mich jetzt gerade um. Ich hoffe, es wird zur Battlezeit nicht wieder Nacht, Alter, aber der Mond hat gerade seinen Höchststand. Es sieht jetzt nicht so aus, als ob jeden Moment hell wird. Noch 12 Minuten, als 10 Minuten Zeit. Mein Wallhack muss erst aktiviert werden. Ich muss meinen auch noch aktivieren. Schrägstrich Wallhack on. Enter. So, okay. Nee, ich sehe keinen. Ich sehe nur Slime Balls. Oder die greifen echt an. Oder die schwimmen in der Lava, sodass wir es nicht merken. Ich werde mal provisorisch irgendwo in die Luft schießen mit dem Pfeil. Vielleicht treffe ich ihn ja durch Zufall. Was denkst du, Freestyle? Wird es klappen? Ne, ich glaube, Pfeilverschwendung. Pfeilverschwendung, ne? Ich kriege alles verboten, ne? Es ist jedes Mal das Gleiche. Aber wenn ich in die Base hochspringe, kann ich theoretisch direkt doch wo er töten. Oder wenn die jetzt versuchen, das zu reparieren, halt, kann man sie halt im Hinterhalt angreifen. Eins von beiden. Also kann ich will auch jemanden töten. Okay, dann greife ich den direkt nach vorne an, sonst wird man so während der reparieren und verteidigen. Ja.
Come on! Boom, 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 boom. Das ist zu viel Zeit. Ich finde, eine Stunde reicht fast, oder? Natürlich, natürlich ist dann das Hauptargument, ja, es reicht gar nicht, um sich auszubauen, aber der Gegner kann sich doch dann, der Gegner kann sich doch dann auch nicht ausbauen. Dann ist es so eine Glückssache, weißt du? Weil so ist dann jeder voll ausgerüstet. Weil das Ausbauen ist sowieso sinnlos, finde ich. Weil. Ah, ne, Killer ist hier. Killer kommt gerade nach oben. Sehe ich gerade. Also Killer ist in der Base. Killer und Darkling. Wo der andere ist. Ja, ich sage ich doch, die greifen nicht an. Baiko. Die alten Schlawiner, die deffen. Aber die haben eine ziemlich dicke Hülle, glaube ich, oder? Also das Haus ist ziemlich fett. Sieht sogar fast mehretagig aus hier von Weitem. Also kannst nicht so dick sein. Ich bin direkt neben Bedrock. Ach so, okay. Ja, gut Bedrock unterirdisch, aber außenrum. Sollen wir uns schon mal auf die Pferde setzen, Tyrell? Jawohl, wir haben noch volle 5 Minuten. Nee, noch nicht. Da ist noch Creeper-Gefahr. Kann ja sein, wenn wir uns draufsetzen, auf einmal BÄM explodiert alles und dann kommt das Gehirn aus dem Auge raus und. Ja, okay, hast recht. Aber es ist gut, dass es jetzt gleich hell wird. Das heißt, wir können bei Tageslicht angreifen. Ah, der dritte ist Ador. Und that's. Also alle drei da. Ja, ich hab's gewusst. Okay, also wenn Killer da ist, der überredet immer alle zum Deffen. Das ist, war mir klar. Ich hab jetzt kurz gedacht, vielleicht macht er jetzt irgendwas, womit ich überhaupt nicht rechne, aber. Nein. Oh, ich überlege gerade, reicht die Zeit kurz aus, um noch schnell aufs Klo zu gehen? Ja, sollte ausreichen. Ich will mal kurz kacken, ne? Viertelstunde. Dauert nicht lang. Ich bin gleich wieder da. Viertelstunde, 20 Minuten, ne? Bin ich wieder da. Ja, ja. Aber. War das Wall in Eschbecker? Halt auf ihrem Kanal. YouTube. So, da bin ich wieder. Oh. Können wir gleich mal ein bisschen essen. So, 10 Steaks. Gleich mal wieder voll fressen. Ist was passiert? Nee, ne? Nee. Oh. Frau mir jemand, ob doch um 20 Uhr losgeht, wenn es um 20 noch unterschreibt. Leute, denkt dran, ein Zugang muss frei sein, ne? Ohne was abbauen zu müssen. Ja. Okay. Ist doch hier. Ist das? Ist das der Fall? Ja. Okay, gut. Da gut, in gut, der Ecke ist einer. Tabel? Ah, okay. Perfekt. Frag bitte, ob man schon mal 20 loslegen darf. Oh! Ey! Das, Alter, ich häng fest. Das muss Tyrell machen, weil ich sehe den Chat nicht, wegen der Facecam. Ich krieg die halt live eingeblendet, weißt du? Das ist halt ein bisschen. Damit ich sehe. Vielleicht ein Nachteil. Damit ich mich ansehen kann und meine Nudel rumspielen kann und so. Hat ich Killer entdeckt? Nee, er baut. Er baut ihn. Luftweg zugebaut, ohne, oder? Ich glaube, der hat Fluchtweg. Dein Fluchtweg? Ja, die haben von unten einen Berg so Leiter nach oben gehabt. Ich glaube, der hat gerade überall Steine gesehen. Ich sehe es gerade. Ey, die schütten Lava aus. Pass bloß auf, wenn du rauskommst. Uh-oh. Die haben, glaube ich, deinen Ausgang komplett mit Lava zugemacht. Und er holt sich gerade an einem Lavasee eine neue Kiste voll mit Lava und sei vorsichtig, wenn du deinen Fluchtweg wieder aufmachst. Auf jeden Fall vorsichtig. Der holt sich permanent vom See neue Lava und schüttet sie überall aus. Bitte, ob wir um 20 Uhr loslegen dürfen. Das muss Tyrell machen. Ich sehe die Chatleiste nicht. Ich sehe nicht, was er antwortet. Tyrell. Ich habe noch nichts gesehen. Ne, da war nichts. Ich setze mich jetzt schon mal auf mein Pferd. Oh mein Gott, was ist denn los? Fuck, ich hab das an dem Pferd geschlagen, obwohl ich nur den Dirt weghauen wollte. Ich muss raus. Also ich glaube, Tyrell muss dir jetzt helfen. Die Pferde machen mir so leicht raus. Ja. Okay, hat funktioniert. Wir warten jetzt bis 22 fertig. Alter. Ich hoffe, die Lava wird uns jetzt hier nicht selbst zum Verhängnis. Ich hab vorhin gegessen, ich bin voll. Ich kann nicht theoretisch töten. Oh, wir müssen aufpassen. Ne, lassen, noch 2 Minuten. Ja, ah, die Lava ist ein bisschen scheiße, Mann, weil jetzt haben wir selbst keinen Zugang, um hier sicher runterzukommen. Ne, die gehen nicht direkt runter. Wir gehen nicht direkt runter, oder? Wir gehen von der Doch, Seite. Ich würde sagen, hier hinten. Ja, dann lass jetzt schon mal runtergehen, weil es geht gleich los.
Vorsicht. Ja, ich sage, überall Lava, Mann, das ist kacke. Hier, wo das Wasser ist, vielleicht uns runterlassen. Mal gucken. Oh, vorsichtig, nicht, dass man in die Lava gerät, so. Ja, ich hab's gesehen, es ist gefährlich nah, aber es geht. Okay, hier können wir schon außen rum reiten. Okay, let's go. Ja, haben die Lava in ihre Base gesetzt? Weiß ich nicht, außen rum, die Außenhülle. Die egal, weiter reiten. Wir müssen decken. Seiko ist auch hier. Ich kann alles in die Luft springen, ist vorbei. Da wird Erde ab. Ne, wir haben mich entdeckt. Nee. Der wird ja ab. Das ist nicht gut. Zurück. Wir sind. Ist noch nicht. Es ist erst 21. Killer hat uns, glaube ich, gesehen mit den Pferden. Seid ihr zwar da hinten, dass die da rumlaufen? Ja. Wir stecken uns hinter dem Baum. Ich. Man sieht euch aber. Also ich sehe das durch. Mach jetzt los, es ist 21. Aufpassen hier, ey. Kann jemand auf die Uhr klicken? Seiko ist doch nicht mehr. Ich kann es abhauen. Die blockieren meinen Fluchtweg. Seiko steht noch im Weg. Noch 10 Sekunden bei mir. Aber Tyra schreibt zur Sicherheit Go oder sowas, damit die einverstanden sind. Go? Boah, Hilfe, ein Wichser. Wo bist du denn? Mach noch Fragezeichen. Mach Fragezeichen. Nee, er hat gesagt Go. Okay, dann geht's los. Oh nee, was ist jetzt passiert? Oh scheiße. Was ist los? Wo bist du? Ich bin gefallen und das Pferd will nicht mehr. Doch jetzt. Ah, jetzt eben bist du rausgekommen. Wow, wer war das? Hab ich direkt gedacht, wurde damit gekillt. Hallo, du hast es geschafft, oder? Das war nicht extra. Ich bin rausgegangen, hab Seiko gekillt, dann ist TNT erst gezündet. Dann ist direkt der Dorfbewohner weg. Wo sind die? Oh, ich wollte wo sind die? Ist er schon tot? Der Nachtschuh lebt noch, aber erst die Luftgespräch. Alter. Genau, die Schalte ist kaputt gegangen. Also ihr habt schon gewonnen, auf jeden Fall. Das ging jetzt ich hab alle versaut. Nee. Warum haben die schon gewonnen? Da unten steht ja, Team Rot gewinnt. Die Schaltung wurde ausgelöst durch das TNT, durch dieses Wohlgesetzte. Ach, die Arschlöcher. Entschuldigung. Was hattest du denn vor, Mr. X? Freistieler. Die Base machen, euch ablenken damit und dann zu dritt angreifen. Ach so, das ist verfrüht gewesen. Ja, ich wollte aber noch mit der verdammten Redstone-Schaltung fertig machen und so. Das war immer noch, Freestyler war unter unserem Haus, war da immer noch so wie so ein kleiner Hohlraum auch. Ich habe mich bei euch bei dieser Leiter da rumgebaut. Ach so, weil uns ist am Anfang aufgefallen, dass unter unserer Base ziemlich viel Hohlraum ist, also nicht... Ne, ich hab selbst Höhle gebaut. Na, okay. Ach ja, das ging jetzt echt schnell mit einem TNT. Oh, ich dachte, das wäre so ein spannendes Match, das ging jetzt aber ganz schnell. War eigentlich nicht echt. Guck mal hier, komplett verzaubert. Oh. Bird. Alter, war das ein Knockback? Ohne Scheiß, ich war doch gar nicht vorbereitet. Und wo habt ihr das ganze, die ganzen Sachen wieder gefunden? Wer hat sie gefunden? Gefarmt. Hast du gefarmt? Ja, wir brauchen auf jeden Fall... das hab ich jetzt auf jeden Fall gemerkt. Man braucht auf jeden Fall einen Verzauberungstisch. Du kannst schon... Die ganzen Level 1 Verzauberungen bringen schon extrem viel. Ich habe jetzt auf jedes Rüstungsteil eine Verzauberung drauf. Was weiß ich, auf das Diamantschwert zum Beispiel Sharpness, also mehr Schärfe, also mehr Damage und alles andere bringt halt mehr HP. Ja. Die anderen 1er Verzauberungen für die Rüstungsteile. Und was ist noch eigentlich? Scheiße. Also ich hab mich komplett kerzengrad runtergebuddelt bis an die unterste Schicht. Ja. Und bin dann ein bisschen höher gegangen, nochmal 3-4 Blöcke höher und bin auf der Ebene geblieben, habe mich dann in alle Richtungen gebuddelt und dann habe ich so einen Klumpen gefunden von 5 Diamanten. Boah, greift mich an. Und Freestyle hat dann auch nochmal ein paar Diamanten gefunden und so ist es dann gekommen. Keinen einzigen Diamanten und ich glaube, ich habe die ganze Zeit eigentlich gefahren. Wir haben stundenlang gesucht, ey, kein einziger. Das war echt das bitter. Regt so auf, das ist so demoralisierend, ey. hast du wieder Game Mode? Nee, ich habe kein Game Mode, ne? Ich bin gerade rumgeflogen. Ja, hast du Game Mode? Ich hab versaut. Spielen wir noch was? Nein, du hast uns versaut, Alter. Ihr habt's jetzt schon gehört. Doch, ich wollte euch angreifen lassen. Nein, du hast es schon gewonnen, ohne dass wir angreifen konnten.
Das war echt wieder, weißt du, wir haben wieder gegrübelt, ja, wir müssen gucken, dass die Wand dick genug ist, dass wenn ein Freestyler mit seinem TNT kommt, dass es dann, ne, dem Stand hält. Ja, wir müssen auch schauen, dass die nicht mit ihren Pferden reinkommen und so, ne. Genau. Oh, dann, ich hab mich so ver... Oh, warum habt ihr den Tunnel versucht zu sprengen? Ich hab mir so scheiß Mühe damit gegeben. Boah, ne? Aber das ist das, was ich immer sage, Alter, gebt euch nicht so viel Mühe mit der Base, weil das ist schon 100 Mal passiert, aber jedes Mal geben wir uns den Riss, jedes Mal aufs Neue, irgendwelche fetten Dinger. Meistens kommt man raus, boxt zweimal tot. Was mich aufregt, ist dieser verdammte Schock, als der mich plötzlich angreift, ne? Ich, vor Schock, finde ich mein Eisenschwert nicht. Ich wisch die ganze Zeit hin und her zwischen Redstone und meinem Steinschwert, aber bin zu behindert, um einfach zu schlagen. Ja, das kenn ich so gut. Das sind immer Hunger Games. Das sind immer die Hardcore-Kämpfe, da geht's ab. Yo, zack, zack. Restyler, wie viele Herzen habe ich da eigentlich abgezogen? Ich glaube nur 4 Stück oder so. Lol, Alter. Protection. Und ich hab richtig draufgehauen. Ich hab Protection. Ich hab immer nur draufgebolzt. 4 Schläge, nein, 3 Schläge sogar, nur ich war direkt down. Wir haben auf jedes Rüstungsteil Protection 1. Das heißt, musst du lange draufkloppen. Ja. Okay. Das ist ja übel, weil... Als das erste TNT losgegangen ist, wollte ich noch sagen, Leute, cool, bleiben einfach jetzt gezielt angreifen. Dann habe ich unten aber den Schriftzug gesehen. Anscheinend hat der Blast Damage unten die Schaltung zu hauen, weil der Dorfbewohner ja nach wie vor drin stand. Und ich dachte mir, ne, wenn das dann da unten drin steht, haben wir verkackt. Und ja, wir müssen, glaube ich, nächstes Mal die Schaltung besser absichern, dass man nicht, ich weiß auch nicht. Ja, wie ist denn das passiert? Geht die Druckwelle durch den Bedrock durch? Es stand, der Team Rot hat gewonnen, weil die Schaltung kaputt gegangen ist und dadurch stand es... Okay. Ich dachte, vielleicht war die unten nicht gescheit abgedichtet oder so, aber wenn die Druckwelle durchgeht... Ich habe eine Wanne, die ich reinsetze und danach baue ich das Ding rein. Aber ja... Das heißt, sie müssen das extrem dick machen, also was weiß ich, 8 Blöcke dick oder so, damit die... Halt, man kann das taktisch machen, wenn man will. Aber ich meine, das ist halt die Frage, dann ist der Dorfbewohner ja unnötig fast. Also wir wollen die Dorfbewohner ja töten, dann müssten wir es eigentlich dicker machen, hast schon recht. Dass man nicht einfach... Man kann es ja immer wieder testen, ne? Genau. Wenn man jetzt direkt am letzten Bedrock ein TNT dran hängt, ob dann die Schaltung kaputt geht. 3 reicht schon, 3 in alle Richtungen. Okay, was spielen wir jetzt, wenn wir überhaupt noch was spielen? Okay, dann beende ich mal auf jeden Fall die Aufnahme. Ja, genau. Die Vorbereitungszeit war schön. Das Battle war wieder mal extrem kurz. Aber letztes Mal ging's, oder Killer? Das letzte Mal ging's, das Battle. Die Battlezeit war das letzte Mal extrem lange. Mal bestimmt 4, 5, 6, 7 Natürlich Minuten trifft die Hure mich. Aber ja. Hier, ja, klar, aber ich werde das jetzt alle versauen. Das Battle war jetzt 10 Sekunden lang oder so. Naja, aber ich habe es heute auf jeden Fall extrem was gemacht, bei Freestyle dabei zu sein. Das ist echt ein altes Schlitzohr, ja, so. Muss man sagen. Der Freistiler, der Freestyle. Weiß, der sagt immer, wir brauchen Schießpulver, wir brauchen das und Gunpowder und blablabla und dieses und jenes. Wir brauchen Pferde und Ausrüstung und Verzauberungstisch. Ja, ich denke mir nur, wow. Wer bei uns der Pro war? Ja, der Killer natürlich. Ich muss mal kurz, ich muss mal irgendwo hin. Mach das mal. Geh mal so pissen, Alter. Ich natürlich. Ja gut, okay, dann bedanke ich mich mal fürs Zuschauen. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis. Hey, Psycho. Es geht. Ja. Psycho. Erzähl mal was über dich. Warum heißt du Psycho? Psycho. Wie kommst du zu diesem Namen? Und zwar, also mein Bruder, ne? Sein Xbox 360 Name war immer Psycho Kills, ne? Ich hab mich immer so gefragt, der hat auch immer so Farmerama gespielt, da hat er ja immer so 50 Accounts, Psycho 1, Psycho 2, Psycho 3 und so weiter. Dass mir, okay, ich bin zwar nicht so ein Faker, aber ich nenne mich einfach auch mal Psycho, ne? Und zwar habe ich mich dann immer Psycho 2 genannt, weil er Psycho, ich Psycho 2, dass mir so, hört sich doch irgendwie scheiße an. Deswegen Psycho 3. Psycho, ja, habe ich Psycho 3 genommen, weil 3 irgendwie sich cool anhört, dachte ich auch behindert. Hat mich gerade ein Creeper gesprengt. Nein, ich lebe sogar noch, okay. Und dann habe ich halt Psycho 03 genommen, weil 0 und so. Und weil es halt mein Let's Play-Kanal ist, habe ich einfach dann Psycho LP genommen. Nicht schlecht. Ich habe noch einen anderen Kanal, oder mein alter Kanal hieß Psycho 03, aber dort hatte ich keine Ahnung von Urheberrecht, habe die ganze Zeit nur Musik hochgeladen. Und dann, als ich Let's Plays anfangen wollte, habe ich dann den neuen Kanal aufgemacht, weil ich schon ein...